Clara Köhler liebte ihre einzige Tochter sehr und tat alles, was in ihrer Macht stand, um sie glücklich zu machen. Grazia ähnelte ihrer Mutter in ihrer Jugend, als sie eine echte Schönheit war, mit dichtem braunem Haar und grauen Augen, die in glücklichen Momenten blau wurden. Claras Leben war aus mehreren Gründen nicht einfach. Sie wurde in einer einfachen Familie geboren und wuchs dort auf. Ihr Vater arbeitete halbtags in einer Autowerkstatt und ihre Mutter war Kellnerin in einem Straßencafé. Clara wurde von klein auf zur Sparsamkeit erzogen und lernte, ihre Eltern nicht mit Wünschen nach neuen Kleidern oder Spielzeug zu belästigen. Als kluges und verständnisvolles Mädchen konnte Clara erkennen, wer von ihren Klassenkameraden dazu bestimmt war, ein Außenseiter zu werden. Es handelte sich um einen Jungen namens Kurt Köhler. Seine Eltern starben bei einem Autounfall und er wurde von seiner Großmutter aufgezogen. Als Kurt noch klein war und bevor er eingeschult wurde, waren die Unterschiede zwischen ihm und seinen Mitschülern noch nicht so deutlich zu spüren. Aber sobald er in die erste Klasse kam, spürte er sofort die verächtlichen Blicke seiner Mitschüler. Natürlich versuchte Kurt, sich seinen Platz an der Sonne zu erkämpfen, aber es war äußerst schwierig, dies allein zu tun. Die Kinder verspotteten den Jungen, der abgetragene oder im Ausverkauf gekaufte Sachen tragen musste. Und gleichzeitig. Kurt selbst konnte nicht verstehen, warum die anderen so herablassend mit ihm umgingen, denn der Junge war ein Objekt des Spotts. Seine Noten verschlechterten sich und sein allgemeines Selbstwertgefühl sank zusehends. Zufälligerweise war Clara diejenige, die etwas in Kurt sah, was die anderen nicht sahen. Da Clara eine Einser-Schülerin war, fiel es ihr nicht schwer, einem Gleichaltrigen zu helfen. Das ist nicht die richtige Schreibweise des Wortes. Nimm dir Zeit und versuch, es dir zu merken, sagte Clara, wie eine erfahrene Lehrerin. Zu ihrer Überraschung entpuppte sich Kurt als fähiger Schüler, der innerhalb weniger Jahre sein Verständnis in allen Schulfächern erheblich verbessern konnte. Als er die Hicks-Schule abschloss, war er zwar immer noch kein Einser-Schüler, aber seine Noten waren auf jeden Fall gut genug, um an den Universitäten angenommen zu werden. Nach dem Abschluss verließen Kurt und Clara das Gymnasium als ein Paar, das bereits viele Schwierigkeiten und Probleme überwunden hatte. Obwohl manche sagen, die erste Liebe sei wankelmütig und flüchtig, hat sich diese Theorie in ihrem Fall nicht bewahrheitet. Nach ihrem Studienbeginn begannen Clara und Kurt zu lernen, wie man ein Unternehmen führt, das zu ihrem Lebensprojekt werden sollte. Während ihres Studiums studierte Clara nicht nur, sondern arbeitete in ihrer Freizeit auch als Nachhilfelehrerin. Gleichzeitig wollte das Paar die Ehe nicht überstürzen. Sie heirateten bewusst erst nach dem Abschluss des Studiums. In dieser Zeit entwickelte Kurt eine Begabung für das Geschäftsleben, die ihm bis dahin niemand zugetraut hatte, außer Clara. Nachdem er seine erste Firma eröffnet hatte, fühlte sich der angehende Geschäftsmann, als hätte er eine neue Welt voller unbegrenzter Möglichkeiten betreten. Clara stand nicht untätig herum. Sie half ihrem Mann bei allen Unternehmungen. Da sie von ihren Eltern einen analytischen Verstand geerbt hatte, konnte die junge Frau aus fast jeder Situation einen Ausweg finden, egal ob es sich um ein geschäftliches oder privates Problem handelte. Die beste Nachricht, die Kurt je von seiner Frau erhalten hatte, war jedoch die Ankündigung ihrer Schwangerschaft. An diesem Tag schenkte er Clara einen riesigen Strauß mit 100 einer Rosen, meine Liebe. Jetzt hat mein Leben noch mehr Sinn bekommen, sagte Kurt mit einem Lächeln. Mit der Geburt von Baby Grazia zog sich Clara allmählich aus dem Geschäft zurück und widmete sich der Erziehung ihrer Tochter. Währenddessen näherte sich Kurt seiner ersten Million, die lange Zeit sein wichtigstes Ziel war. Die Zeit verging unmerklich. Tage, Monate und Jahre vergingen. Grazia wuchs zu einer klugen und respektvollen jungen Frau heran, die die besten Eigenschaften und Charakterzüge ihrer Eltern geerbt hat. Bald hat unsere Familie einen Wirtschaftswissenschaftler mehr, sagte Clara mit einem Lächeln. Kurt winkte in der Tiefe seiner Seele ab. Er träumte von einem männlichen Erben, der eines Tages sein Finanzimperium leiten würde. Trotz seiner offensichtlich patriarchalischen Ansichten liebte er seine Tochter sehr und wünschte ihr nur das Beste. Es war nur so, dass Grazia als erfolgreiche und schöne junge Frau, ohne es zu wissen, junge Männer abschreckte, die sich ihr unterlegen fühlten. Grazia verhielt sich jedoch nie arrogant oder trotzig. Sie war die Lebendige auf der Party und benahm sich nie wie eine Prinzessin. Allerdings war sie so ehrgeizig und entschlossen, dass viele junge Männer sie als einschüchternd empfanden und sich nicht trauten, sich ihr zu nähern.
aber wie Sie wissen, bestätigen Ausnahmen nur die Regel. Es war Rambert, der sich als eine Ausnahme herausstellte. Er bekundete sein Interesse an Grazia und wie nicht anders zu erwarten, beruhte das Interesse auf Gegenseitigkeit. Von allen Grazias Bekannten war Rambert der geheimnisvollste. Niemand wusste wirklich, wer seine Eltern waren und wie genau er seinen Lebensunterhalt verdiente. Einige sagten, dass Rambert eine eigene Baufirma hatte. Andere sagten, er verdiene sein Geld an der Börse. Es war schwer, das mit Sicherheit zu sagen. Grazia selbst zog es vor, sich nicht mit dieser Tatsache zu befassen. Sie sah in Rambert in erster Linie einen interessanten jungen Mann und erst dann einen Geschäftsmann oder Börsenmakler. Grazia versuchte, den Fragen ihrer Eltern über ihre neue Liebe auszuweichen. Um sich auf Ramberts Besuch vorzubereiten, bereitete Clara ein schickes Abendessen vor und Kurt holte eine Flasche teuren Wein heraus. Doch als Rambert ihr Haus betrat, verspürte Grazias Mutter eine plötzliche, starke Abneigung gegen ihn. Es war ein völlig unbewusstes Gefühl, für das es keine logische Erklärung gab. Ivas an Ramberts Augen löste bei Clara ein Unbehagen aus, wie sie es schon lange nicht mehr empfunden hatte. Gleichzeitig verhielt sich Rambert höflich, sodass er Grazias Vater schnell für sich gewinnen konnte. Kurt sah in Rambert plötzlich den Erben, von dem er schon lange geträumt hatte, als er mit der Verlobten seiner Tochter sprach. Der Millionär kam zu dem Schluss, dass der junge Mann einen ausgeprägten Geschäftssinn hatte. Nur Clara hatte das Gefühl, dass Rambert sich verstellte und nur eine Rolle spielte, die er beherrschte. Da die Frau ihren Verdacht geheim hielt, beschloss sie, sich zu revanchieren und beobachtete die Situation von außen. Schon am nächsten Morgen begann Clara, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Zu diesem Zweck beschloss die Frau, sich als Bettlerin zu verkleiden und zu Rambert zu kommen. Clara wollte den Verlobten ihrer Tochter in einer anderen Umgebung sehen, die mehr Aufschluss über seine wahre Persönlichkeit geben könnte. Nachdem die Frau die nötigen Kleider ausgewählt hatte, legte sie ein spezielles Make-up auf, das sie viel älter erscheinen ließ. Dann steckte sie ihr Haar zu einem Dutt zusammen und verbarg es unter einer verblichenen Spange. Während ihres Studiums hatte Clara am Theater mitgewirkt und wusste daher, wie man mit Kostümen und Requisiten umgeht. Als sie sich im Spiegel betrachtete, war sie mit ihrer Verkleidung zufrieden. Clara würde nicht wiederzuerkennen sein, nicht einmal für ihre eigene Mutter. Ramberts Firma zu finden, war viel schwieriger, als sie erwartet hatte. Nicht nur, dass sich sein Büro am Rande der Stadt befand, auch sein Äußeres war sehr unangenehm. Das sieht nicht gerade wie der Arbeitsplatz eines erfolgreichen Geschäftsmannes aus, dachte Clara bei sich. Als sie die Treppe hinaufstieg, begann sie absichtlich mit den Füßen zu schlurfen und tat so, als sei sie eine kränkliche alte Frau. In diesem Moment sah Clara Rambert in ihrem peripheren Blickfeld. Er verließ gerade das Büro und die Umarmung seiner Sekretärin. Die junge Frau lächelte ihren Chef an, stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn auf die Lippen. Komm, hör auf! Siehst du nicht, dass hier Leute sind? Wir wollen doch nicht, dass Grazia davon erfährt. Das ist das Letzte, was ich jetzt brauche, sagte Rambert und zog eine Grimasse. Der Sekretär schmollte übertrieben und sagte dann, und wann wird das alles enden? Wann wollen Sie diesen naiven Trottel endlich austricksen, damit wir endlich nach Miami fahren können? Rambert lächelte und schüttelte mit seinem Gesichtsausdruck den Kopf. Clara wusste sofort, dass der Sekretär die Wahrheit sagte. Deshalb brauchst du also Grazia, flüsterte Clara und beugte sich noch mehr vor. Clara überlegte bereits, was in dieser Situation am besten zu tun sei. Als erstes rief sie ihren Mann an, der versprach, sich sofort um den Verlobten ihrer Tochter zu kümmern. Grazia nahm die Nachricht von Ramberts Verrat mit der ihr eigenen Gelassenheit auf. Wie sich später herausstellte, war Rambert ein Hochstapler, der auf der Suche nach reichen Bräuten war, die er ausrauben wollte. Er änderte seine Identität. Er zog von Staat zu Staat auf der Suche nach neuen Opfern. Der Plan des Betrügers. Ganz einfach. Unter dem Vorwand geschäftlicher Probleme forderte Rambert sein ausgewähltes Opfer auf, einen hohen Kredit aufzunehmen, um Schulden aus Schuldscheinen zu begleichen. Doch sobald er das Geld in Händen hielt, verschwand er mit der Geschicklichkeit eines Zirkusillusionisten. Erst mit Grazia Köhler ist Ramberts Plan geplatzt. Das war natürlich nur dem Eingreifen ihrer Mutter zu verdanken, die sich nicht scheute, den gerissenen Betrüger herauszufordern.
Als Rambert erfuhr, dass er entdeckt worden war, versuchte er, sich im Haus seiner Geliebten in einem benachbarten Bundesland zu verstecken, aber Clara ahnte das. Sie postete sein Foto zusammen mit seiner gesamten kriminellen Vergangenheit überall in den sozialen Medien. Grazia erholte sich ziemlich schnell von dieser Situation. Bald lernte sie einen jungen Mann kennen, der keine Verbindungen zur Geschäftswelt hatte, aber ein freundlicher und aufrichtiger Mensch war. Beim Anblick des glücklichen Paares hofft Clara inständig, dass sie nie wieder als Bettlerin undercover gehen muss.